Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr seht, war ich gerade schon fleißig mit Vaiana und habe das Feld nochmal neu bestückt. Dadurch habe ich auch wieder ein bisschen Geld, ich nehme 36.000 und wir können einen neuen Bereich wieder eröffnen. Wir nehmen direkt mal das Holz hier mit, wo ich gerade schon mal hier bin. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jetzt kann man es leider nicht mehr sehen, schade. Aber Vaiana ist schon auf Level 9,5 ungefähr. Die darf auch gerne noch weiter mit mir mitkommen. Wir werden heute hier links... Ich habe immer noch keinen Sprint-Button. Oh, Moment. Ah, ist das nicht eine Pflanze, die ich gießen muss? Eine verwelkte? Das war doch die Quest. Aber leider funktioniert es irgendwie nicht. Oder habe ich die gestern doch noch zu Ende gekriegt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir werden jetzt heute den Bereich hier neu öffnen. Ich habe zwar noch zwei Sachen, die ich freimachen muss, die ungefähr gleich viel kosten. Aber naja, ich werde halt gucken, dass ich wieder irgendwie 7000 von diesen Steinen hier zusammenkriege. Weil ich möchte unbedingt neue Bereiche erstmal haben, um auch ja, mehr Samen und alles zu kriegen, damit ich halt mehr Sachen auch kochen kann. Oh, hallo. Ich weiß, dass du noch nicht auf der sonnigen Ebene gewesen bist. Glaub mir, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Natürlich musst du zuerst diese Nachtdornen entfernen, um den Weg frei zu machen. Ja, das habe ich vor. Glückwunsch, Gameplayerin. Du hast den Weg zur sonnigen Ebene freigeräumt. Verdammt. Ja, normalerweise würde ich nicht fluchen, wenn ich einen neuen Bereich freigeräumt habe, aber ich habe mir gerade Kaffee auf mein Oberteil geschüttet. Oh, das habe ich sehr, sehr lange schon nicht mehr getan. Gut, wir schauen uns hier mal ein bisschen um und ernten natürlich direkt schon mal alles, was wir hier sehen können. Ich glaube, die Nachtdornen werden ein wenig viel sein, wenn wir die jetzt hier alle machen würden, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir laufen hier mal ein bisschen durch. Ach, ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Das mit der Ausdauer ist ja sowas von mega nervig. Ich verstehe nicht, wie die sowas reintun konnten. Das einzige Positive daran... Oh, das sind neue Blumen. Neue Herstellungsrezept freigeschaltet. Okay. Ja gut, es ist König der Löwen. Ne? Nehme ich mal stark an. Hier ist... Der, ein Teil vom Friedhof, würde ich mal fast behaupten. Also es wird ja nicht der ganze Friedhof sein. Hier sind auf jeden Fall, oh, da ist nochmal anderes Holz. Himmelblaues DJ-Pult, Blumenkästen, Sterne, Lagerfeuer, okay. Was ist das hier? Also das ist ja immer, sobald man in ein neues Gebiet reinkommt und neue Pflanzen und so weiter erntet, kann man ja auch neue Rezepte damit freischalten. Deswegen schauen wir uns hier immer mal so ein bisschen um. Und gucken auch direkt schon mal nach dem Bereich. Wenn du den Brunnen reparierst, kannst du von überall schneller. Das kennen wir doch schon alles. Das lese ich gar nicht mehr. Oh, 7500. Das wird auch immer teurer hier. Ne? Okay. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Nein, danke. Es tut mir leid, Dagobert. Ich möchte erstmal hier Stoff. Aha. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Ich werde dann auf jeden Fall... Aber das sind nur die Sachen, die wir schon kennen hier, ne? Ich werde dann auf jeden Fall auch... Oh, sag mir, dass das Seetang ist. Ja! Ja! Wieso finde ich den hier? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also das passt jetzt irgendwie so gar nicht. Ist sehr unlogisch, aber egal. Ah, hier ist es schon wieder. Nein. Dann haben wir nur diesen unteren Teil. Ob wir da oben hinkommen, wissen wir auch. Obwohl, da müssten wir eigentlich hinkommen. Da ist ein Häuschen. Ach, hier kommen wir schon wieder nicht rüber. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was man dann dafür braucht, um das hier wegzukriegen. Aber eine Sache habe ich schon rausgefunden. Ich hatte nach etwas gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wonach ich gesucht hatte. Und habe herausgefunden, dass man sein Werkzeug verbessern kann. Wir haben auch schon fast die nötigen Voraussetzungen dafür. Was ist das? Achso, ein Puzzleteil. Die sonnige Ebene ist heute so heiß.
Ich darf nicht vergessen, mich vom Elefantenfriedhof fernzuhalten. Davon bekomme ich Gänsehaut. Ach, Elefanten sind das. Okay. Kann man das auch aufnehmen? Nee. Aber, och, wir haben ja alles mit Luftballons. Eieiei, was man hier alles für Rezepte kriegt. Das ist ja cool. Roter Briefkasten. Sehr geil. Die Sachen hier machen wir natürlich alles später. Oh, das habe ich jetzt komplett übersehen. Goofy ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Ja, ich weiß, erspare ich mir die weite Anreise und so weiter und so fort. 3000 geht noch. Halt schauen. Oh, ist das Chili? Chili und Baumwolle? Ist das Chili und Baumwolle? Ich will das durchsuchen. Ich will jetzt nicht nur mit Dagobert reden. Hallo, Kumpel. Lass mich mal schauen. Ja, Chili und Baumwollsamen. Wie geil, wie geil. Ja gut, Baumwollsamen weiß ich nicht. Aber Chili waren, glaube ich, in ein paar Gerichten auch drin, was ich gesehen hatte. Damit hatten wir, glaube ich, auch rumexperimentiert hier, wo wir bei ich weiß nicht, also bei Remi da in diesem Bereich gewesen sind. Wie viel kostet es denn, es nochmal zu verbessern? Goofy könnte mehr Produkte und so weiter. Oh, Leute, ernsthaft. Jetzt bin ich einmal so froh, dass ich so viel Geld hier erwartet habe. Beziehungsweise verdient habe. Und dann muss ich alles wieder ausgeben wegen so einem blöden Stand. Okay. Hast du eine Minute Zeit? Nein, habe ich gerade nicht. Es tut mir leid. Also, die drei Sachen haben wir drin. Ich hoffe, dass das letzte nur bedeutet, dass wir dann das komplette kaufen können. Deswegen spare ich mir das jetzt erstmal. Ach so. Genau, was ich eigentlich sagen wollte. Wegen den Waffen verbessern. War das was Neues? Vanille. Oh. Okay. Und das ist, ja, okay. Man kann seine Waffen, sag ich schon, sein Werkzeug verbessern. Bei Merlin sind wir kurz davor. Also wenn er das letzte Level jetzt noch vollendet hat, das heißt, den müssten wir mal mitnehmen. Und noch mal ein bisschen, Goofy. Was machst du da? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wehrst du gerade die Nachtdornen ab oder was machst du? Soll ich dir helfen? Soll ich die mal eben wegmachen? So? Fühlst du dich dann besser? Ja? Dann geht er weiter. Okay. Das war jetzt cool. Hallöchen. Ach so, du bist das Bekannte. Okay, ich dachte schon, das wäre jetzt wieder ein neues. Hier oben gehen wir nochmal rein. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Lager voll. Oh, ist das Eisenerz? Liegt das einfach hier so rum? Oh, wie geil. Wie geil. Da schauen wir noch kurz an, damit ich da mal kurz weitersprechen kann. Die Einsamkeit ist scharf. Sie schneidet mir wie Glas in die Finger. Aber sie ist viel schlimmer als zerbrochenes Glas, weil ich sie nicht sehen oder vermeiden kann. So. Wenn Merlin auf 10 ist, und das wird er ja bald sein, dann können wir die Gießkanne, war es, glaube ich, verbessern. Die anderen habe ich vergessen, aber ich habe die anderen Sachen schon mal auf die Homepage gestellt. Da waren noch andere Sachen, die man verbessern konnte. Also sprich die... Wieso erste Vanille? Ist doch schon meine zweite. Ach so, Erntevanille nicht. Ach, ich kann auch nicht mehr lesen heute. Die... Was haben wir denn hier noch? Moment, wir... Da ist das Rad. Die Angel kann man wohl aktuell noch nicht verbessern. Die Hacke habe ich auf die Homepage geschrieben, weiß ich jetzt gerade auswendig nicht mehr. Und die Schaufel, meine ich, konnte man auch verbessern. Und zwar kann man dann damit mit der verbesserten Gießkanne die Pilze wegmachen. Ich denke, hier soll ein Haus sein. Die Pilze wegmachen und mit dem Rest weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich habe es aber auf jeden Fall auf die Homepage geschrieben. Ach, hier kann man bestimmt den Eingang dann freimachen, oder? Das ist ja ein Haus. Wenn man eine verbesserte... Oder kann ich das mit der normalen Spitzhacke machen? Nee, mit der normalen geht's nicht. Ah, da muss ich das wohl erstmal verbessern dafür. Ich vermute, dass ich dann auch da hinten die Sachen dafür frei schlagen kann. Das wäre natürlich klasse.
So, die andere Sache. Jetzt ist das schon wieder alles nachgewachsen. Einmal macht man hier seine Runde und schon wächst hier wieder alles nach. Das ist schrecklich. Hallo, Miki. Achso, mit dir muss ich nochmal kurz reden. Hallo, du! Wie gefällt dir das Dorf? Das Dorf sieht toll aus. Du leistest tolle Arbeit, Gameplayerin. Danke, Miki. Darauf kannst du wetten. Mach weiter so. Das war ein sehr konstruktiver Dialog. So, dann können wir nämlich hier wieder was einsammeln. Sehr schön. Angeln. Ich habe gehört oder gelesen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass wenn man einfach so die Angel ins Wasser reinwirft, soll man wohl angeblich Seetang angeln können. Ha, ja. Wie geil ist das denn? Oh, perfekt. Daraus kann ich dann auf jeden Fall Faser machen. Die Frage ist jetzt nur, ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Aber ich merke das schon, dass mein Hals ganz, ganz gereizt ist heute. Es tut mir wirklich leid. Ja, geil. Das ist also bestimmt eine recht gute Art, das Ganze zu farmen, nehme ich mal an. So, wir brauchen... Brauchen wir jetzt Faser? Nee. Oder doch? Da steht ja... Moment, wie viel... 50 brauchen wir insgesamt. Also jetzt noch 20 Faser. Ah, wir können nur 15 machen, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal angeln. Beziehungsweise noch einmal Seetang zumindest angeln. Gucken, ob das so einfach geht. Sollte schon ein bisschen... Jetzt aber. Wenn man natürlich so ganz einfach Seetang bekommt, dass wir... Das ist so geil. Das ist richtig geil. Wobei ich jetzt hier hinten auch nochmal kurz angel, weil die Farbe, die ist irgendwie so anders. Ich weiß nicht, ob wir diesen Fisch hier schon haben. Da sind ja immer zu unterschiedlichen Tageszeiten auch unterschiedliche Fische drin. Und der scheint doch ein bisschen größer zu sein. Aber den haben wir, glaube ich, schon. Wels, ja. Gucken wir nochmal eben bei den blauen. Nee, Goofy, hier wollte ich gerade angeln. Hau mal ab, bitte. Ich frage mich, wo Donald ist. Ja, das frage ich mich ja auch schon die ganze Zeit. Oh, das ging jetzt schnell. Barsch hatte ich aber, glaube ich, schon. Ne? Okay, also scheint nicht an der Farbe zu liegen. Naja, gut, okay. Machen wir erstmal die Sache hier mit der Faser. So. Perfekt. Es war perfekt. Jetzt habe ich eine neue Aufgabe. Stelle die kaputten Gegenstände her. Rustikale Holzkiste. Also drei Holzkisten, drei Körbe, drei Seile. Drei Seile. Rustikale Holzkiste. Die habe ich. Doch, Moment, die habe ich, glaube ich. Drei Körbe. So. Aber ich habe keine rustikale Holzkiste. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich kann die noch gar nicht herstellen. Ach, Moment, hier unten. Oh, ich dachte schon. Drei rustikale Holzkisten. So. Ich habe gerade schon zu viel bekommen. So. Nee. Ach so, ich soll vier Seile. Okay. Ich dachte, es wäre alles drei gewesen. Na gut, dann machen wir noch ein Seil dazu. So. So, triff Fajana beim kaputten Boot am Strand. Sehr, sehr gerne. Eigentlich sollte sie ja mit mir laufen, aber wenn sie jetzt vor mir wegläuft, das ist auch okay. Was ist mit dir? Hallo? Ja, du rennst auch vor mir weg, das war so klar. Ich weiß nicht, die kann man auch irgendwie nicht... Irgendjemand hatte mal geschrieben, dass man den Kaninchen immer hinterherrennen muss, aber ich krieg's nicht hin. Also, ich weiß auch nicht. Diese Dinger kann man wohl, glaube ich, mit der Spitzhacke wegschlagen später. Hi, Vajana. Du darfst gerne mit mir reden. So, einmal alles geben. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür die Körbe und sowas braucht, um ein Boot zu machen, aber naja. Gameplayerin, das ist perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich werde es reparieren und anschließend mit dem Fischen beginnen. Sieh beim Boot vorbei, wenn du kannst. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Ah!
Echt jetzt? Und das kann ich jetzt nochmal verbessern, oder wie? Vajana fährt regelmäßig aufs Meer hinaus und fängt für dich Fische. Ja, wie geil! Schaue oft beim Fischerboot vorbei, um dir die Fänge zu holen. Verbessere das Boot, damit uns leistungsfähiger wird. Was ist das hier? Das... Hallo? Das würde ich gerne aufheben. Ich kann noch mal mit ihr reden, aber ich gucke jetzt mal eben kurz, ob wir das jetzt hier verbessern können. Einen schönen Tag noch! Vajanas Boot zu verbessern, würde ihr Lagerraum geben, weniger Energieverbrauchung und ihr helfen, seltenere Fische zu fangen. Eine bessere Investition gibt es nicht. Können wir uns mal kurz unterhalten, ohne dass du dazwischen redest, Vajana? Es tut mir leid, aber wir reden gerade als Geschäftsleute, ja? Welch ein Glück, es sieht schon besser aus. Kann ich wahrscheinlich auch wieder dreimal verbessern, nehme ich mal an. Das sieht doch jetzt genauso aus wie vorher, oder nicht? Ich habe einen Job für dich. Oder habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Oh, nein, jetzt sag mir nicht, ich kann das fünfmal verbessern. Wie teuer wird das denn bitte? Nachbar. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. 2000, okay. Wenn das jetzt immer ein Tausender mehr wird pro Stufe, ist es aber nicht wenig. Doch, das sieht doch genauso aus wie vorher. Ihr wollt mich doch veräppeln. Das ist genau das gleiche Boot. Sei gegrüßt, Nachbar. Aber es soll dadurch verbessert sein. Ja, okay, 3500. Oh, ich sage, ich habe hier gleich... Am Ende der Folge, und das ist ja nur die erste Folge, die ich heute aufnehme, habe ich gleich kein Gold mehr. Und ich habe so schön viel gespart wieder. Ah. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, das nächste Mal kann ich da nicht verbessern wahrscheinlich. Wenn er von 3500 auf 5000 hochspringt. Ich schätze... Jetzt sieht es mal anders aus. Okay. Schätze mal, jetzt kommt 7500 als nächstes. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich habe schon Angst zu gucken. Oh, das habe ich nicht. Also, Dagobert, ganz ehrlich, du bist ein Geizkram. So ein... Da ist sie. Ich rede erstmal mit Vajana. Bleib mal stehen hier. Nein! Och, Mann! Möchtest du dies weitergeben? Seltsam glühende Scherbe? Nee, eigentlich nicht, aber wenn du die haben will. Hast du das Ding gefunden, das aus dem Boot gefallen ist? Ja. Es ist wunderschön. Wow, das ist es. Ich schätze, es ist eine Art Scherbe. Hm, irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das ist seltsam. Nun, ich werde sie vorerst sicher aufbewahren, bis wir wissen, was wir damit machen. Ich werde versuchen, einige Informationen darüber zu sammeln. Vergiss nicht, auf dem Boot nachzusehen. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Ja, das hast du schon mal gesagt. Da, jetzt könnt ihr es sehen. Sie ist nämlich bald auf 10. Das heißt, wenn sie einmal mit uns... stelle Teile zum Basteln her. Ja, Moment, Moment, Moment. Sachen habe ich ja. Wenn sie einmal mit uns noch was macht, dann könnte sie vielleicht auf... Also, erntet, meine ich. Könnte sie vielleicht auf 10 hochgehen. Gameplayerin, erinnerst du dich an das mysteriöse, glänzende Ding, das wir auf dem Boot gefunden haben? Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber ich brauche deine Hilfe. Ich helfe gern. Ich liebe ein gutes Rätsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Meer kommt und irgendeine Kraft hat. Und die steht da gerade so geil. Ich muss mal eben einen Screenshot machen. Maui weiß eine Menge über diese Dinge. Aber er redet nicht mehr mit mir. Er ist immer noch sauer, dass ich gegangen bin, ohne es ihm zu sagen. Warum musst du ihm alles erklären? Er ist nicht dein Chef. Ja, irgendwie hat er recht, ne? Es ist verständlich, dass er verärgert ist. Hast du dich entschuldigt? Ja, aber er ist immer noch recht mürrig. Was läuft Mickey denn jetzt hier hinten rum? Hilfe! Ich denke, er könnte seine Meinung ändern, wenn wir ihm ein paar Opfer darbringen. Maui liebt Geschenke. Besonders Essen. Seit er hier ist, weiß ich, dass er Meeresfrüchtesalat, Obstsalat und eine sogenannte Meeresfrüchteplatte sehr mag. Sagt mir bitte, dass es gleich noch drinsteht. Ich vergesse das sonst wieder. Meeresfrüchtesalat, Früchte und Obstsalat. Wenn wir ihm diese Gerichte bringen könnten, würde das vielleicht helfen. Ach so, das war die andere Aufgabe. Meeresfrüchte... Okay, gut. Was war das denn jetzt hier? Stelle Teile zum Basteln her. Sammle die Feuer und Dreamlight-Verstärke. Achso, um Dreamlight-Verstärke herzustellen. Da müssen wir dann auch mal gucken, weil das scheint so, als ob wir
die Teile jetzt tatsächlich herstellen können. Wir machen aber natürlich erstmal die Sache für Vajana. So. Kommst du mit? Nee. Sie winkt mir gerade nochmal zum Abschied. Sag mal, das geht aber nicht, wenn wir hier hochkommen und direkt wird uns der Weg versperrt. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne das Teil hier auch nochmal kurz mitnehmen. Weil das sieht so aus, als ob da irgendwas Wichtiges drin ist. Achso, ich wollte gerade sagen, auch wenn es nicht rot ist, aber es ist doch rot. Gut, perfekt. Weil wenn man die schon sieht, ne, sollte man sie dann doch schon mitnehmen. Wieso laufe ich jetzt eigentlich nach oben, wenn ich unten auch eine Werkbank habe? Ach nee, Moment, ich muss ja kochen. Ja, ja, ja. Ach, ich bin hier schon total durcheinander heute. Also, Meeresfrüchtesalat, Obstsalat, Meeresfrüchteplatte. Meeresfrüchtesalat, Obstsalat, Meeresfrüchteplatte. Ich habe überhaupt nichts mit Meeresfrüchten hier. Obstsalat hat er aber auch gehabt, ne? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ach, scheiße, ich weiß es gerade gar nicht. Moment. Ja doch, Obstsalat war auch dabei. Meeresfrüchtesalat und Meeresfrüchteplatte. Ich schaue nochmal nach, aber ich meine, wir haben die noch nicht. Wir haben ja gar nichts mit... Ja, wir können ja eigentlich gar nichts mit Meeresfrüchten haben. Weil wir ja noch gar keine Meeresfrüchte hatten. Wobei, jetzt haben wir ja Meeresfrüchte. Ich würde eigentlich gerne... ich bin am Überlegen, wenn ich jetzt zu Remy, zu diesem Ratatouille-Bereich rübergehe. Der hatte meines Wissens nach keine Meeresfrüchte da, oder? Ach du Scheiße, die Sachen liegen hier immer noch alle rum. Oje, oje. Der hat hier nur die normalen Sachen gehabt, Zwiebeln und so weiter. Die haben wir jetzt auch fast alle freigeschaltet, dass wir die holen können. Gut, Auberginen haben wir noch nicht. Und hier Milch, Eier und Käse haben wir noch nicht. Aber der hat keine Meeresfrüchte. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich mit meinen Meeresfrüchten ein bisschen was zubereite. Das ist natürlich blöd. Ich habe aber meines Wissens nach jetzt nicht so viele. Und da sind Kokosnüsse drin. Wo habe ich denn meine Meeresfrüchte jetzt? Ich glaube, die habe ich noch draußen gelegt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Kann das sein? Oh, ich finde gar nichts mehr. Das ist hier sowas von unübersichtlich mittlerweile hier. Muschel. Geh und erkunde. Steht auch nur Geh und erkunde. Aber soweit ich weiß, kann man die, glaube ich, auch zum Essen benutzen. Und das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde mit Meeresfrüchten. Also, ich... Nee, streicheln wollte ich dich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich rein. Ich würde sagen, da wir jetzt schon ziemlich viel aufgenommen haben, probiere ich hier mal ein bisschen rum. Nein, nicht Rezepte. Halt, stopp, stopp, stopp. Ich wollte hier erstmal gucken, ob man die auch da reinschmeißen kann. Also die Kokosnüsse können wir... Ja, genau, die können wir nämlich hier auch reinschmeißen. Ich probiere mal ein bisschen rum, was ich so machen könnte. Ach so, ich gucke nochmal genau, wie das heißt. Meeresfrüchte, Salat und Platte. Ich probiere es mal mit Salat und ich probiere es mal nur mit den Meeresfrüchten vielleicht. Wenn es zu lange dauert, schneide ich die Sachen, die falsch sind, raus, damit die Quest jetzt nicht so lange dauert, beziehungsweise die Aufnahme nicht so lange dauert. Und ja, ich hoffe mal, dass wir da was finden. Meeresfrüchtesalat und Platte. Dann machen wir einmal den Salat, den ich gerade nicht finde. Ach, da. Einmal den Salat und ein oder zwei Meeresfrüchte. Ich weiß es ja nicht. Machen wir zwei rein, vorsichtshalber. Und zack. Meeresfrüchte-Salat. Es hätte gereicht, wenn ich eins rein tue. Okay, perfekt. Und die Platte. Da vermute ich, dass wir wahrscheinlich nur die Dinger reintun müssen. Vielleicht auch nur eine.
Oh, super. Super ab. Oh, das ist gut, dass ich zwei reingetan habe. Super abgeleitet. Also so langsam verstehe ich das, wie die Rezepte aufgebaut sind. Perfekt. Okay, dann bringen wir das ganze Maui. Also ich brauche gar nicht schneiden, sehe ich gerade. Das hat auch so wunderbar geklappt. Das Einzige, was jetzt noch nicht klappt, ihm das zu bringen, weil ich gerade nicht weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Maui? Ach, da. Ach so. Ja, jetzt ist er gleich wieder raus, wenn ich darüber geportet bin. Das ist doch doof. Gehen wir mal eben schnell rein. Ich hoffe, er ist hier noch drin. Ja, Maui. Hallo. Voll gerne. Ja, aber ich rede voll gerne mit dir. Also red doch mal mit mir. So. Bitteschön. Ja. Hallo. Hallo, Gameplayerin. Moment, ich bekomme eine Mahlzeit. Was ist der Anlass? Vajana wollte, dass du sie bekommst. Da. Vajana wollte, dass ich ihn bekomme? Oh, das ist ihre Art, sich zu entschuldigen, richtig? Ah, ja, ja, ja. Glaubst du, das macht es wieder gut, dass sie mich auf dieser Insel im Stich gelassen hat? Nun, du kannst dir sagen, dass es ein Anfang ist. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Kehre zu Vajana zurück. Vor allen Dingen hat er hier voll das geile Essen draufstehen. Warum habe ich ihm dann solche komischen Platten gebracht? Okay, Vajana, Moment, wo bist du denn? Da, du bist im Häuschen, ne? Kann das sein? Aua. Bleib schon wieder hängen hier. Ach so, ja, ich hatte das ja umgedreht extra, damit sie Blick aufs Meer hat. Hey, brauchst ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Nee, hey. Keine Hilfe, ich muss dir was sagen. Also, was hat er gesagt? Er sagte, es sei ein Anfang. Oh. Ich kann es ihm nicht verdenken, dass er verärgert ist. Er fühlt sich wahrscheinlich im Stich gelassen. Ich sollte ihm etwas anderes geben. Etwas, das ihm etwas bedeutet. Ha? Etwas, das zu Maui passt. Wie wäre es mit einem Paddel? Der hatte über hervorragende Orientierungsfähigkeiten verfügt. Hey! Ein Paddel! Das wäre doch perfekt! Aber es muss schon ein ganz besonderes sein. Und wenn er es hat, wird jeder wissen, dass er der erfahrenste Seefahrer im Tal ist. Das wird ihm gefallen. Ich werde etwas Weichholz sammeln und an einer Werkbank etwas für ihn fertigen. Würdest du das tun? Das wäre großartig. Komm einfach wieder. Kein Problem. Ich bin definitiv hier. Ich habe schon alles da. Ich bin perfekt, wollte ich gerade sagen. Oh, das ist doch ein schöner Blick aufs Meer, wenn man rauskommt. Genau das habe ich mir gewünscht für sie. Ich gehe jetzt mal eben dahin. Ich glaube, der Weg ist eigentlich der gleiche. Die große Frage ist eigentlich nur... Moment. Hallo? Ah, nee, du bist wieder ein Kaninchen. Mit dir kann ich sowieso wieder nichts aufbauen hier. So. Ein Paddel. Ah, hier. 10 von dem Holz. Das ist nicht viel. Ich habe extra ganz viel davon gefarmt unterwegs, weil ich mir nämlich schon gedacht habe, dass wir da einiges jetzt mit herstellen müssen. Ah, Moment, da war auch ein Bötchen jetzt eingezeichnet. Ach so, Thema Boot. Kann ich das jetzt schon machen eigentlich? Durchsuchen? Fischlimit. Nächster Fisch in 8 Minuten. Okay. Cool. Also wenn da was hängt, heißt das wohl, dass ein neuer Fisch da ist. Ja, das ist ja geil. Okay. Vajana, ich habe die Sachen. Also das Paddel. Hallo. Wow, es sieht toll aus. Maui wird es lieben. Ich hoffe nur, es gefällt ihm so gut, dass er mir verzeiht. Bis bald. Ja, da bin ich gerade nicht so sicher. Ich meine, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir müssen ihm 3 Sachen bringen. Ursula ist auch wieder da. Vajana, es tut mir leid, aber Ursula ist gerade hier. Oh, Vajana. Maui, ich hätte es dir sagen sollen, dass ich ins Tal komme. Ich war so aufgeregt, weil ich etwas entdecken wollte und habe nicht daran gedacht, wie du dich dabei fühlen würdest. Es tut mir leid. Das hier ist für dich. Ach so, ich soll zuhören. Und ich warte die ganze Zeit darauf, mir das selber zu übergeben. Was ist das für ein Ding? Oh. Es ist ein Paddel. Damit jeder weiß, dass du der erfahrenste Seefahrer im Tal bist. Oh,
Danke, Vajana. Was soll ich sagen, außer ich vergebe dir. Hm, was ist das für ein glänzendes Ding, das du da in der Hand hältst? Ein weiteres Opfer für mich? Oh, ich vergaß. Wir wissen nicht, was es ist. Ich wollte dich danach fragen. Hey, an die erinnere ich mich. Man nennt sie Anführerscherben. So mystische Dingsbums. Sie tauchen auf, wenn Menschen Anführer sind. Ich bin überrascht, dass es nur eine gibt. Ihr zwei solltet davon überhäuft sein. Ja, genau. Da ist noch eine. Heb sie auf. Sie ist definitiv für dich. Okay. Da ist auch noch eine Muschel. Kann ich die auch kurz nehmen? Ja, kann ich. Perfekt. Ich würde gerne mit dir reden, aber ich muss mal wieder hier alles aufheben, bevor ich mit dir reden kann. Möchtest du das weitergeben? Nein, ich möchte sie selber behalten. Jetzt hat sie doch schon zwei. Anführerscherben. Jetzt weiß ich, wie sie heißen. Glaube ich, dass ich mich an sie erinnere. Hä? Sie erscheinen, als die Herrscherin des Tals den Dorfbewohnern half. Wir haben sie eingesammelt und etwas mit ihnen gemacht. Ich werde weiter darüber nachdenken und sehen, ob ich mich am Meer erinnere. Ja! Ja! Sie hat wieder eine neue Quest, das ist wunderbar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde drüber und ich weiß nicht, wie lange die Quest jetzt auch noch geht. Deswegen würde ich mal sagen, nachdem sie hier gerade so schön am Tanzen sind. Ich richte ihr von Maui voll gerne aus. Maui, mach die Augen auf. 2 Meter vor dir steht Vajana, winkt dich an, winkt dir zu und ist am Tanzen. Ach, dieser Maui. Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, da geht sie, ich glaube, sie ist jetzt beleidigt, dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen mit der Quest von Vajana. Und hier ist eine Quest hinter der anderen, ich kriege hier gerade zu viel. Aber ich will jetzt erstmal Vajana durchmachen, weil ich denke mal nicht, dass da jetzt so unheimlich viele Quests noch kommen, aber ich weiß es ja nicht. Ja, dann schauen wir mal in der nächsten Folge nach, was es mit den Anführerscherben auf sich hat. Bis dann! Ciao!